Das Beste aus Swissmade. Fische zu verkaufen. Gefahrenzulage für Roboter. Nobelpreis für Miniaturschere. Ein Webstuhl für Nordirland. Der rasende Oldtimer. Und das Kristallwunder. Das waren noch Zeiten, als Schweizer solche Autos bauten. Oder zumindest die schönsten Teile davon. Meine Damen und Herren, guten Abend und herzlich willkommen. Die Karosserie dieses exklusiven De La Haye von 1948 stammt von Hermann Graber, dem bekanntesten Karossier der Schweiz. Das Auto, um das es in unserem ersten Bericht geht, stammt bestimmt nicht aus der Schweiz. Der Name sagt es, American La France. Sein Besitzer hingegen, Hans-Rudi Ebi, ist ein echter Schweizer. Seine Oldtimer-Garage steht in Küsnacht am Rigi. Generell interessiert mich alles Alte, aber es muss groß sein. Der Motor muss groß sein und es muss fahrbar sein. So Autos um die Jahrhundertwende, die so 15 km Spitzengeschwindigkeit haben, das ist nicht so mein Hobby. Ich habe schon immer alte Autos geflickt und dann sind halt die neuen verdrängt worden aus der Garage. Wenn man gerne repariert, dann kann man das mit alten Autos. Mit neuen Autos kann man nichts mehr reparieren, muss man nur noch austauschen. Ich kann auch nichts fortwerfen. Alles wird auf die Seite getan, auch Werkzeug und Maschinen. Und vielleicht kann man es wieder einmal gebrauchen. Ich bin kein Sammler, sondern ich brauche das Zeug, bis es überhaupt nicht mehr geht. Seit 12 Jahren bestreitet der gelernte Mechaniker seinen Lebensunterhalt ausschließlich mit dem Restaurieren und Reparieren von Oldtimern. Sind Ersatzteile nicht mehr aufzutreiben, werden sie von Hans-Rudi Ebi und seinem Mechaniker in Handarbeit angefertigt und eingebaut. Fachliches Können, Hartnäckigkeit und Präzision, Tüfteln und Spaß am Improvisieren gehören dabei zum Alltag. Bei der Arbeit gibt es kein Pardon. Auf gemeinsamen Ausflügen und bei Rallyes mit der Scuderia Posthorn, einer lockeren Vereinigung von Oldtimer-Liebhabern der Umgebung, darf dann aber schon einmal etwas schiefgehen. Es gibt vielleicht 2 Ortschaften, die gleich tönen, wie Nürnburgring und Nürnberg, oder? Und das Zelt und der Kocher ist dann in Nürnberg und die Mannschaft ist auf dem Nürnburgring. Und das sind doch einige hundert Kilometer dazwischen und beide warten auf die anderen, oder? Aber letzten Endes findet man sich dann doch. Start zu einer Spritzfahrt im American La France mit Kettenantrieb, kurz ALF. Zu ALFs Geschichte. So um 1908 herum, verschiedene schwere Unfälle waren vorausgegangen, schränkte der amerikanische Hersteller Trucks La France seine Produktion auf Feuerwehrautos und Mannschaftstransporter ein. ALF und Rennfanatiker wussten sich damals allerdings zu helfen. So ist auch Hans-Rudi Ebis ALF, Jahrgang 1911, mit seinem an die 100 PS leistenden 4-Zylinder 10,5 Liter Simplex-Motor kein Serienmodell, sondern ein zu einem Boliden umgebauter Mannschaftstransporter. Manchmal habe ich das Gefühl, man sollte jeden aufladen können, um das Gefühl zu haben, einmal auf einem solchen Auto oder auf einem solchen Bock zu sitzen und durch die Weltgeschichte zu fahren. Ob's große Lust bereitet, bei minus 10 Grad, Eis und Schnee 3500 Kilometer in einer Woche hinter sich zu bringen, wie das bei der alljährlichen Rallye Monte Carlo der Fall ist, bleibe dahingestellt. Für steile, kurvige Bergstrecken wird ALF mit der kurzen Übersetzung ausgerüstet. Mehr als 130 Kilometer Spitzengeschwindigkeit erreicht er damit nicht.
Mit der langen Übersetzung hingegen bringt er es gut und gerne auf 150 km pro Stunde. Seit einigen Jahren überlässt Hans Ruhr die Abby bei Rennen seinen Alf jüngeren Kollegen, die zwar nicht verbissen und um jeden Preis, aber eben doch auf Sieg fahren. Ja, wir sind auch schon von einem Rallye heimgekommen und ohne Pokal haben wir gedacht, ja, heimkommen ohne Pokal, das ist ja auch nichts. Da haben wir halt zwei Stück gekauft auf dem Heimweg. Es waren allerdings Schützenpokale, aber die Leute merken ja das nicht. Ein Traumauto gibt es für mich eigentlich nicht. Ich habe es mit unserem Silvergaus 1920. Wir sind 1990 von Küsnacht in 56 Tagen nach Peking gefahren. Dann haben wir noch nicht genug gehabt, dann sind wir noch in 14 Tagen nach Hongkong weitergefahren. Es ist nicht jedermanns Sache, solche Autos zu bewegen, weil man friert, die Scheibenwischer gehen nicht, irgendetwas geht kaputt, man muss es reparieren. Und, wir sagen immer, wenn etwas kaputt geht, dann lernt man irgendeinen Bauer oder einen Handwerker kennen, der einem hilft. Wenn Sie mit irgendeinem neuen Auto dahin fahren, dann ist das alles anonym, Sie kommen einfach fahren. Dass er mit seinen Oldtimern immer ankommt, davon ist Hans Rudi Abby überzeugt. Und sollte doch einmal etwas nicht unterwegs repariert werden können, so gäbe es immer noch die Bahn und den Abschleppwagen für die Rückreise in die Werkstatt. Wenn Sie von diesem spektakulären Wagen und seinem Besitzer mehr sehen möchten, so treffen Sie die beiden sicher und vermutlich auch diesen Döllae von Oskar Temperley am Davos-Schatzalprennen vom 21. und 22. September wieder. Der Konsum von Fisch, ob aus einem der Schweizer Seen oder aus dem Meer, steigt. Einer, der diesen Trend früh erkannt hat und heute von einer Fischspezialität lebt, ist ein ehemaliger Jazz- und Rockmusiker aus der Schweiz. Eigentlich wollte er Lehrer werden, dann verschlug es ihn zur Musik. In den 80er Jahren produzierte Thomas Diethelm als Gitarrist 7 Langspielplatten und wurde mit dem Hit The Flyer und etlichen Fernsehauftritten sogar international populär. Aber als er immer tiefer in den Sog der Musikindustrie zu geraten drohte, stieg er von einem Tag auf den anderen aus der Szene aus. Was nun? In diesem Moment ist dann mein berühmter Schutzengel aufgetaucht in Form eines alten Freundes des Karls Oviron, des Fischers. Und der hat mich zu sich nach Hause eingeladen und hat mir einen selber geräucherten Felchen serviert. Und ich habe das nicht gekannt, hatte keinen Bezug zu dem und war dermaßen begeistert, dass mir der wirklich tolle Gedankenblitz gekommen ist. Halt, das könntest du machen und auf dem Markt verkaufen. Und da steht der ehemalige Gitarrist nun also, Woche für Woche und bei jedem Wetter auf den Märkten von Zürich, Winterthur und Frauenfeld und bietet seinen Räucherfischfeil. Ich hätte gerne nicht so einen großen. Von mir? Nein, ha? Also, das sind von mir selber auf Wacholderholz und Buchenholz heiß geräucherte Fischfilet. Das ist die normale Forelle, wie man sie kennt. Dann das ist der edle Verwandte von der Forelle oder die Luxusausführung, der Saibling oder der Rötel, der ist einfach nur feiner im Fleisch. Kalt voll wie Aroma. Mhm. Und das ist der aktuelle Wildfisch aus dem Bodensee, der Bodensee Felchen. Ja, ja, dann hätte ich gerne Felchen. Ein Felchen, gell? Ja. Sollen Sie es auslesen? Der Preis sieht die Größe. Ja, 6,25 Euro, wenn Sie so gut sind. Die frischen Wildfische bezieht Thomas Diethelm natürlich von seinem Freund und Lehrmeister Carlos Soviron, einem von gut 50 Schweizer Berufsfischern auf dem Bodensee. Die Fänge sind im Interesse des Fischbestandes limitiert und reichen nicht zum Leben. Dennoch plagen die Berufsfischer zeitweise Absatzsorgen. Denn einerseits dürfen die Schweizer Fische wegen fehlender EU-Zulassung nicht mehr ins benachbarte deutsche Ausland ausgeführt werden. Andererseits werden sie durch billige EU-Importe konkurrenziert. Und das Schweizer Publikum, wählerisch, konservativ und an Fischspezialitäten nicht eben gewöhnt, muss man mit Qualität ködern. Das zu erreichen, versucht Thomas Diethelm in seinem Ein-Mann-Räucherbetrieb in der ehemaligen Waschküche eines gemieteten Einfamilienhauses in Lanzen-Neuenform.
Die Ingredienzen der Lake, in der die Fische mariniert werden, sind natürlich geheim. Genauso wie die anderen Arbeitsabläufe, Gewürze und Garzeiten. Und er ist natürlich überzeugt, das beste Produkt auf den Markt zu bringen. Exklusiv sind seine Erzeugnisse jedenfalls in dreierlei Hinsicht. Jedes einzelne Räucherfilet aus der Diethelm-Produktion ist von ihm persönlich mit höchster Liebe und Präzision in 7 Arbeitsgängen verkaufsfertig gemacht worden. Das Rezept für höchsten Genuss beim Verzehr liefert er jedem Kunden persönlich mit. Ganz ein wichtiger Tipp: Bevor Sie den Fisch geniessen, tun Sie im Schütztei Stöpsel rein, warm Wasserhahn auf und lassen warm Wasser einlaufen, so wie es zum Hahn auskommt. Dann legen Sie den Fisch in der Packung für 7 Minuten in lauwarmes Wasser. Das verstärkt das Aroma und macht den Fisch saftiger und weicher. Dazu einen grünen Salat, ein bisschen mehr Rötigkeit. Aber das Wärmen lohnt sich. Und das dritte exklusive Marktargument für Thomas Diethelm? Er bietet zwar kein Brot, keine Soße, keinen Wein als Zutat zu seinen Fischen an, aber eine passende Musik als akustisches Gewürz. Ausgewählte Stücke aus seiner Musikerzeit auf CD. Wetten, dass der Fisch damit doppelt so gut wird? Eine Arbeit, die oft von unerwarteten, meist gefährlichen Ereignissen geprägt wird, ist der Tunnelbau. Wassereinbrüche, unerwartete Gesteinsformationen oder Unfälle gehören dazu. Ganz selten aber grenzen die Überraschungen im Tunnel an Wunder. Vor 16 Millionen Jahren sind die alpinen Mineralklüfte des Ahrmassivs in den Berner Alpen entstanden. 10 Kilometer tief unter der Erdoberfläche bildeten sich damals Risse. In der späteren Alpenfaltung hoben sich diese Schichten und sind heute einsehbar geworden. Im Zuge des Ausbaus der Anlagen der Kraftwerke Oberhasli stieß man am 4. Oktober 1974 auf eine Mineralienkluft. Der Fundort erwies sich als so bedeutend, dass er bereits 2 Monate später von der Berner Regierung als geologisches Naturdenkmal unter Schutz gestellt wurde. Der Hohlraum der heute zugänglichen Kluft ist 5,60 Meter tief und rundum mit Bergkristallen besetzt. Ein ehemaliger Mitarbeiter gehört zu den ersten, der diese einzigartige Kluft zu sehen bekam. Ja, Sie sehen, das sind ja oben und unten sind Spitzen links und rechts. Und ich bin dann hineingekrochen. Und die Spitze haben mich schon ein wenig gedrückt. Und dann haben wir viel Wasser gehabt. Man da durfte nicht Druck haben. Sonst waren die Fluorite alle weg. Das sind jetzt Quarze. Denn sagt man ja Kristalle. Jedes Mineral ist ein Kristall und jeder Kristall ist ein Mineral. Das ist der Quarz. Und darauf aufgewachsen sind noch rosa Fluorite. Das Haslital ist seit dem 17. Jahrhundert bekannt für seine Mineralienklüfte und Funde. Die alpine Mineralienkluft an der Gersneck ist jedoch eine der schönsten und reichsten des gesamten Alpengebiets. Seit 1985 wurde die Kluft mit einem Betonrahmen gestützt. Mit dem Ausbau eines Besichtigungsstollens wurde auch der hintere Teil der Kluft erschlossen, sodass sie heute auf der ganzen Länge von 9 Metern einsehbar ist.
Es sind vielleicht 10 glückliche Zufälle, die da mitgespielt haben, dass das jetzt so erhalten geblieben ist. Wenn Sie sich vorstellen, dass ein Stollen, Bau, ein Stollen, Ausbruch durch die Alpen ja nur ein Faden ist im Berg, das Loch. Und wenn man das so antrifft, ist das ein Glücksfall. Es gibt sicher noch viele solche Klüfte. Aber sie geben ihre Geheimnis noch nicht preis. Ist auch gut so. Das Kristallwunder der Berner Alpen wurde rein zufällig entdeckt. Die Objekte, um die es in unserem nächsten Bericht geht, wurden mutwillig versteckt und müssen nun mit großem Aufwand gesucht werden. Die Rede ist von 100 Millionen Minen, die in Krisenregionen rund um die Welt vergraben sind. Ein Roboter der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne soll die Suche nach dieser Geißel der Menschheit nun erleichtern. Zur Räumung eines Minenfeldes von der Größe eines Fußballfeldes benötigen Experten rund eine Woche. Pro 5000 geräumte Minen verliert ein Experte das Leben. Militärisch von Belang, eine gute Antipersonenmine braucht nicht tödlich zu wirken. Besser, sie verstümmelt ihr Opfer nur. Für 3 bis 30 Dollar im Ankauf verursacht sie medizinische Kosten von Tausenden von Dollar. Als genauso wertvoll gilt die demoralisierende Wirkung auf Bevölkerung und gegnerische Truppen. Das menschliche Leid und die sozialen Folgen, dafür sind weder die Militärs noch die Minenhersteller zuständig. Die Ächtung dieser Waffe wäre die Lösung. Aber da kommt die Politik ins Spiel. Bis zum totalen Verbot ist noch ein weiter Weg. Heute sind weltweit schätzungsweise 100 Millionen Minen gelegt. Sie zu räumen, ist nun die Arbeit der Ingenieure. C'est le travail des ingénieurs de les enlever. C'est vraiment important qu'un terrain. Ein geräumtes Minenfeld, das der Bevölkerung übergeben wird, muss absolut sicher sein. Um Vertrauen zu schaffen, organisieren die Minenräumequipen auf dem geräumten Feld ein Fußballspiel. Les équipes de déminage organisent une partie de football sur les terrains qu'elles ont déminés. Auch für uns, die wir uns eines Minenroboters bedienen möchten, ist klar, dass wir das Feld betreten werden, nachdem der Apparat seine Arbeit getan hat. Was die Robotik anbelangt, habe ich eine relativ einfache Idee gehabt. Ein Roboter auf 2 Rädern, der das Gelände mit einer Wechselbewegung absucht. Wichtig ist, dass Elektronik und Mechanik gut geschützt sind gegen allfällige Explosionen und der Roboter so konstruiert ist, dass er in einem solchen Fall leicht zu reparieren ist. Ein einziger Messwertgeber, beispielsweise ein Metalldetektor, ist unzureichend. Erst die Kombination und der Vergleich der Resultate verschiedener Messgeräte lassen mit Sicherheit die Aussage zu, dass es sich um eine Mine handelt. Eine Gruppe von Physikern und Ingenieuren, die vom Institut Professor Nicus eigens für das Projekt PEMEX angestellt worden ist, sucht zurzeit weltweit nach bereits bestehenden oder projektierten Detektoren verschiedenster Art. Professor Nicu ist jedoch überzeugt, man muss neue Techniken entwickeln. Ich setze auf Schnüffeldetektoren oder auf Sensoren, die Moleküle von TNT aufspüren können. Es ist vorstellbar, ein einziges Molekül explodieren zu lassen und diese Mikroexplosion durch ein optisches System sichtbar zu machen. Es sind aber auch ganz andere Lösungen denkbar.
On peut imaginer des solutions totalement différentes. Die Entwicklung solch komplexer Systeme wird noch Jahre dauern. Das auf Ende 97 geplante Nachfolgemodell wird daher noch nicht der erhoffte Allrounder für alle Minentypen und Gebiete sein können. Selbst wenn ich mich auf 1% aller Minenfelder beschränke, ließen sich 1 Million Minen effizienter räumen als heute. Ich ziehe diesen reduzierten Anspruch vor, weil ich mir sage, beeilen wir uns mit der Räumung von 1 Million Minen. Wir werden sehen, wie wir die anderen unschädlich machen werden. Und parallel dazu läuft die Forschung weiter. Aber ich will baldmöglichst eine Lösung haben, wenigstens für 1 Million Minen. Nicht Hightech-Maschine zum Schutze der Menschen, sondern Vertreter einer längst vergangenen Zeit ist eine 100-jährige Maschine, die noch heute einer 7-köpfigen Familie ein Auskommen bietet. Sie steht in einer Stadt, die man einst Linenopolis nannte. Was das alles mit der Schweiz zu tun hat, zeigt der folgende Bericht. Die Finschware haben wir können durchsticken. Und da ist auch ziemlich gute Ware da, hier, da oben mit Hinterzug. Gestickt. Jetzt kommen wir auf Taschentücher, Damentücher, Taschentücher. Und das ist mehr oder weniger durchschnittlich ziemlich billige Ware. Dann kommen wir da auf die Türware. Auch wieder Taschentücher. All diese Ware wurde in Nordirland hergestellt, auf Schweizer Handstickmaschinen. In einer Fabrik, die Hans Eglis Vater Robert 1935 gegründet hat. Robert Egli war Stickmaschinenmonteur in St. Gallen. In der Krise der 30er Jahre wurde er arbeitslos, wanderte mit seiner Familie aus und wurde in Belfast zum Fabrikanten. Sein Sohn Hans wurde auch zum Spezialisten für Schweizer Handstickmaschinen und arbeitete in der Fabrik seines Vaters. Das ist die irische Naturlinie. Das auch. Irisches Naturleinen hatte in der Zwischenkriegszeit, als die schweizerische Textilindustrie in einer großen Krise war, Hochkonjunktur. Die Stadt Belfast, die damals den stolzen Übernamen Linenopolis trug, war das weltweit größte Zentrum für Leinenproduktion. Aus irischem Flachs wurde feinstes irisches Leinen hergestellt. Kleiderstoffe, Bettwäsche und Taschentücher wurden fabriziert. Produkte, die die Familie Egli in ihrer Fabrik mit Stickerei veredelte. Es ist also gut gegangen vom 35 aufwärts. Und dann während der Krieg natürlich ist es auch noch gut gewesen. Und wir haben hier noch viele Militärabzeichen gemacht auf der Stickmaschine. Und es ist natürlich gut gegangen. Bis an 72. Und da ist es wieder runtergegangen. Die Gründe dafür? Ja, erstens sind halt die Papier, die Kleenex, natürlich. Und ich glaube auch, dass die Ware fangen zu teuer worden ist. Und die Leute haben es nicht mehr gekauft. Damals musste die Familie Egli ihre Stickereifabrik in Belfast schließen. Hans Egli glaubt, dass die Fabrik ohnehin keine Zukunftschance mehr gehabt hätte, weil zur selben Zeit die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten begannen. Wir haben immer so halb-halb katholisch-protestantische im Betrieb gehabt.
Und nachher wäre das also nicht mehr gegangen. Weil das da ist ein ganz protestantisches Revier. Und dann wäre mir rausgebrennt worden oder sonst etwas. Eine der Schweizer Handstickmaschinen, die früher in der Fabrikhalle standen, hat Hans Egli einem seiner ehemaligen Arbeiter verkauft und für ihn in einem Schuppen auf dem Land installiert. Billy Ferguson bestickt noch täglich rund 1000 Taschentücher mit mehrfarbigen Blumendekors. Das ist die Menge, für die er auch heute noch problemlos Absatz findet. Billy Ferguson und seine siebenköpfige Familie haben dank der mittlerweile 100-jährigen Handstickmaschine der Firma Saurer Arbon ein gutes Auskommen. Zwei junge Frauen aus dem Dorf füllen und entleeren die Stickrahmen. Die fertig bestickten Taschentücher sehen aus wie handgestickt und werden in nordirischen Souvenirshops an Touristen verkauft. Hans Egli ist auch für die Zukunft optimistisch. Die Maschine, die ich aufgestellt habe, die laufen einfach. Bis zum Ende. Die haben länger als der Mann. Für die Entwicklung einer Schere hat der Basler Werner Aber den Nobelpreis erhalten. Natürlich ist diese Schere ungewöhnlich und nicht im Warenhaus erhältlich. Mit diesem letzten Bericht möchte ich mich bereits jetzt von Ihnen verabschieden. Meine Damen und Herren, auf Wiedersehen in einer Woche. Dr. Arbey, Dr. Nathans, Dr. Smith. The discovery of restriction enzymes started off. Die Entdeckung der Restriktionsenzyme hat in der Molekulargenetik eine Lawine ausgelöst. Die Anwendungen ermöglichten eine detaillierte chemische Analyse des genetischen Materials. Und das hat, speziell in höheren Organismen, zu unerwarteten, bedeutenden Resultaten geführt. Werner Arber und seine zwei amerikanischen Kollegen haben eine der wesentlichen Grundlagen für die Gentechnik geschaffen. Erst dank ihrer Erkenntnisse war es möglich, einzelne Gene im Erbgut zu analysieren. Seit 25 Jahren arbeitet Werner Arber als Lehrer und Forscher am Biozentrum der Universität Basel. Schon immer galt sein Interesse in erster Linie Fragen der biologischen Evolution, also der Entwicklung des Lebens. Beobachtet hat er dabei von jeher vor allem kleinste Lebewesen, Bakterien. Bei ihnen hat er auch die Restriktionsenzyme entdeckt. Restriktionsenzyme wirken als chemische Scheren. Einzelne Gene können als Teile aus dem langen Band des Erbgutes mittels dieser Genschere herausgeschnitten und an einem gezielten Ort wieder eingesetzt werden. Eine revolutionäre Methode, deren Basis Werner Arber schon 1962 gefunden und veröffentlicht hat. Der Bedeutung seiner Entdeckung war sich der Grundlagenforscher Arber allerdings damals noch nicht ganz bewusst. Ich habe nie davon geträumt, den Preis zu kriegen. Mich hat einfach der Inhalt der Wissenschaft interessiert. Es war auch so, dass während etwa 10 Jahren nach meinen grundlegenden Entdeckungen sich sehr wenig Leute dafür interessiert haben. Und es war nicht absehbar, was dann 10 Jahre später für neue Möglichkeiten sich daraus erst entwickelten. Das ist bei der Grundlagenforschung oft so, dass eben lange Zeit braucht, bis genügend Kenntnis da ist, dass sich dann plötzlich Anwendungen ergeben daraus. Heute sind die Anwendungen, die sich aus Arbers Entdeckungen ergaben, schon jedem Anfänger der Materie ein Begriff. Etwa im medizinischen Bereich die Möglichkeit, Gene für die Produktion von Interferon oder Insulin aussortieren zu können, kennt man.
Obwohl sich die Gentechnik seit der Entdeckung der Genschere durch Professor Arber enorm entwickelt hat, ist das Wissen um einzelne Gene und ihre Funktionsweise immer noch gering. Doch die Erkenntnisse aus den gentechnischen Anwendungen beschleunigen das biologische Grundwissen. Interessanterweise sind diese Anwendungen dann oft haben Rückwirkungen auf die Grundlagenforschung. Das muss man hier auch noch sagen. Und deshalb sind die Grundlagenforscher so maßgeblich interessiert an der Gentechnik, weil sie dadurch die biologischen Funktionen viel besser studieren können als früher. Also die Grundlagenforschung hängt heute im biologischen Bereich, biomedizinischen Bereich, absolut maßgeblich von der Gentechnik ab. Die Gentechnik hilft also, Leben zu verstehen. Bis heute kennt man aber noch längst nicht alle Gene. Und auch wenn einmal jedes einzelne Gen bekannt ist, selbst dann kann man das Leben noch nicht wirklich erklären. Ich möchte aber, und das sehe ich aus meinen Forschungen mit Bakterien, dazu sagen, dass im Gegensatz zu, was viele Biologen immer wieder behaupten, dass wenn einmal alle Gene bekannt sind, dass wir wissen können, wie ein Lebewesen vollumfänglich funktioniert, dass das eben nicht stimmt, weil eigentlich die meisten Genfunktionen nicht nur durch die genetische Bestimmung sich abwickeln, sondern durch den Kontext, in denen dann die Funktion zum Ausdruck kommt. Das heißt, alle anderen Gene spielen noch mit und inklusive die ganze Umwelt. Und deshalb ist eigentlich, sind die Lebensäußerungen nie absolut rein nur genetisch bestimmt. Und das, glaube ich, ist eine Einsicht, die mehr und mehr zum Durchbruch kommt, auch bei Biologen. Dass also diese Extrapolationen, dass man alles beherrschen kann und alles planen, was man will machen, die Natur akzeptiert das nicht so und die Natur funktioniert nicht so. Und deshalb habe ich eigentlich, je länger, je weniger Bedenken, dass eben die Gentechnik nun ein Teufelswerk sein sollte, sondern im Gegenteil, wir können sehr stark davon profitieren.